Ja, schönen guten Morgen, liebe Meerbuscherinnen und Meerbuscher. Heute mal wieder von einem Live-Mitschnitt draußen vor Ort. Wir sind hier auf dem Camper Weg an der Rheinbahn, am Rheinbahn-Haltepunkt Camper Weg, der U76, 71, 70 vielmehr, zeitweise auch 74 und sind nicht ganz ohne Grund heute Morgen hier hingegangen an diesem 20. Oktober 2022. Gestern hat eine gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Schule und Sport und des Planungs- und Liegenschaftsausschusses getagt. Eine lange Sitzung von 17 bis nach 21 Uhr. Das zeigt schon, welche inhaltsvollen Themen dort diskutiert worden sind und durchaus eben auch kontrovers diskutiert worden sind. Wir haben im Ausschuss für Schule und Sport zusammen mit den Mitgliedern des Planungs- und Liegenschaftsausschusses einen Auslobungswettbewerb auf den Weg gebracht für die neue Grundschule, die ja im Areal Böhler 2 entstehen wird. Ein wichtiger Schritt, hier eine modern konzipierte Schule nach modernen pädagogischen Maßstäben zu errichten. Ich freue mich, dass wir jetzt diesen nächsten Schritt vollziehen konnten, nachdem wir im Laufe des Jahres uns auf den Standort dort im Areal Böhler 2, Böhler Leben, entsprechend auch verständigen konnten. Ja, der zweite große Punkt dieser Sitzung gestern war die Beschlussfassung zur Auslobung des städtebaulichen Wettbewerbes hier für die Baulandentwicklung am Calverdonk. Wir hatten im Bommerstag auch schon öfter mal darüber berichtet. In den Zeitungen ist immer mal wieder etwas davon zu lesen. Und auch innerhalb der Bürgerschaft ist dieses Thema ja, seit es bekannt ist, durchaus ein sehr kontroverses Thema. Gestern waren auch viele Bürgerinnen und Bürger mit im Publikum des Planungsausschusses und haben auch dort noch mal deutlich gemacht, dass es sie sehr interessiert, wie es hier mit dem Gebiet in Osterath weitergehen soll. Das hat dann auch letztlich die Diskussion gezeigt, die sich dann über den Auslobungstext für diese für die Baulandentwicklung hier diskutiert wurde, dass es durchaus noch viele unterschiedliche Ansatzpunkte gibt, die es jetzt erst noch einmal zu klären gibt. Das sind nicht nur Detailfragen, durchaus unterschiedliche Standpunkte, die man jetzt noch einmal in der kommenden Woche in einem Termin zwischen den Fraktionen klären möchte, um dann im der nächsten Ratssitzung am 27. Oktober diesen Auslobungstext dann aber auf den Weg zu bringen, dass wir neben der theoretischen Diskussion um die mögliche Baulandentwicklung, wo wir ja heute auch noch nicht wissen, in welchem Umfang sie dann tatsächlich stattfinden wird, damit man in diese theoretische Diskussion auch mal etwas mehr Praxisbezug bekommt, einen greifbaren Vorschlag aus dem städtebaulichen Wettbewerb, sodass wir eine neue, fundiertere Grundlage haben, uns hier über die Zukunft dieses Gebietes zusammen mit der Bürgerschaft in weiteren Öffentlichkeitsbeteiligungen dann entsprechend auch auszutauschen. Ja, so viel zu den politischen Gremien in dieser Woche. Heute geht es weiter mit einem Lenkungskreis zum Mobilitätsausschuss. Unser Mobilitätskonzept, auch ein ganz wichtiges Thema zum Thema Mobilität der Zukunft in unserer Stadt. Auch da geht es heute Abend entsprechend weiter. Ja, was steht noch auf dem Plan für mich in dieser Woche? Morgen schon bin ich zu Gast im Global Entrepreneurship Center, ebenfalls auch im Areal Böhler. Da fällt das Stichwort nochmal, das GEC. Eine Schmiede für Start-ups, die sich das Thema Nachhaltigkeit besonders auf die Fahnen geschrieben haben. Und morgen darf ich bei einer Veranstaltung beiwohnen und hoffe und bin mir sicher, dort auch wieder viele interessante Eindrücke mitzunehmen. Dazu dann gerne nächste Woche im Bommerstag mehr. Ja, was war noch in dieser Woche? Die mich bei Facebook oder Instagram verfolgen, konnten es schon sehen. Es war eine Düsseldorfer Woche. Ich war am Montag zusammen mit Christian Vollmerich, unserem Stadtkämmerer, und Ute Piegler, der Fachbereichsleitung für Schule und Sport, bei Ministerin Feller, unserer Bildungs- und Schulministerin Dorothee Feller in Düsseldorf. Wir wollten mit ihr sprechen über unser umfangreiches Schulentwicklungskonzept, was uns ja für die nächsten Jahre viel ins Lastenheft geschrieben hat. Einmal die Realisierung der Themen, die wir uns vorgenommen haben. Wir werden sukzessive jede einzelne Schule hier bei uns im Stadtgebiet anpacken, was natürlich einen enormen finanziellen Aufwand auch für uns als Stadt bedeutet. Und da wollten wir Sie an den Koalitionsvertrag erinnern, auf den sich die Landesregierung vereinbart hat, in dem ganz deutlich drinsteht, dass man eben die Schulentwicklung fördern möchte. Und hier haben wir uns mit ihr im Gespräch Informationen erwünscht und erhofft, wie wir in Zukunft auf die Unterstützung des Landes bauen können. Es war ein erster guter, konstruktiver Austausch. Wir werden aber hier am Ball bleiben, um möglichst für Meerbusch hier auch eine entsprechende Unterstützung zu erreichen. Ja, einen Tag später dann war ich beim regelmäßigen
Gespräch mit meinem Kollegen, dem Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf, Dr. Stefan Keller. Wir haben uns zu Beginn meiner Amtszeit schon auf diesen regelmäßigen Austausch verständigt. Es ist immer ein sehr befruchtendes Gespräch über verschiedene Themen. Auch wenn die Landeshauptstadt natürlich weitaus größer ist als unsere Stadt Meerbusch, sind die Themen teilweise doch wirklich sehr vergleichbar, nur eben in anderen Dimensionen. Und da tut ein Austausch wirklich gut. Und zum Beispiel eine sehr gute Information konnte ich auch mitbringen. Wir haben ja im vergangenen Jahr unseren Böhler Radweg eingeweiht und seitdem habe ich immer bei Stefan Keller darauf gedrungen zu sagen, wir müssen diesen Radweg weiterbauen, der soll nicht an der Stadtgrenze zu Düsseldorf aufhören, wir brauchen die direkte Radfahrverbindung in die Landeshauptstadt und vorgestern konnte er mir dann mitgeben, dass sich die Stadt Düsseldorf darauf verständigt hat, zwei Achsen, Schnellradwegachsen durch das Stadtgebiet nun jetzt umzusetzen, eine West-Ost-Achse und eine Nord-Süd-Achse, sodass also direkt im Anschluss an unseren Böhler Radweg zukünftig ein Schnellradweg entstehen wird, der dann durch die Innenstadt bis nach Gerresheim durchlaufen wird. Ich finde eine gute Nachricht für alle Pendlerinnen und Pendler, die neben der K-Bahn an der Haltestelle, an der wir ja hier stehen, oder eben dem Auto auch das Fahrrad gerne nutzen, um zu ihrem Dienst oder auch zur Freizeit in unsere Nachbarstadt zu fahren. Ja, so viel vielleicht für diese Woche, für diesen Bommerstag. In der kommenden Woche Ratssitzung am 27. Oktober. Heute schon herzliche Einladung, auch wieder per Livestream oder vor Ort im Städtischen Meerbusch-Gymnasium dabei zu sein. Wir sehen uns dann wieder mit neuesten Informationen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen. Danke. Tschüss.